Ach, den Soldaten scheinbar, okay. Ich benötige ein Schnittmuster, damit ich weiß, welche Teile ich brauche. Ja, so näht man. So habe ich das auch gelernt. Nun kann ich alle Teile sammeln. Irgendwas fehlt. Ah! Das fehlt noch. Fehlt noch was? Ah, da ist noch irgend so ein Kuschelding. Das ist aber auch nochmal ein Gekruschel-Ding. Wo brauche ich die denn? Ach, für da drauf. Ach, na ja, natürlich. Hallo? Keine Ahnung, was das jetzt war. Welchen besonderen Pixel ich da jetzt hab treffen müssen für. Nein. Jetzt sind die Dinger plötzlich winzig. Ja, natürlich. Ich benötige eine Nadel. Geht die Speiche? Nee. Kriege ich denn jetzt eine Nadel her? Spiel. Abgeschlossen, etwas Dünnes. Könnte helfen. Da ist mein zweiter Soldat, das ist ein Indianer. Es ist zu weit oben. Ich möchte mir nicht die Beine brechen. Jetzt stell dich nicht so an. Oh nein, wollen die jetzt, dass ich die zuordne, zu welchem Land die gehören? Das kriege ich doch nie hin. Nein, ach, ich wollte nicht raus. Erobere alle Kontinente. Die Kontinente, mit denen du interagieren kannst, werden hervorgehoben. Du kannst den Kontinent nur besetzen, wenn du eine größere Armee hast. Die Anzahl der Soldaten wird auf jedem Kontinent angezeigt. Du beginnst mit 25 Punkten. Was? Ah, hinten habe ich Samurai. Hä? Ach so. Deine Armee war der deines Feindes zahlenmäßig unterlegen. Versuch's noch einmal. Ah, das gehört da oben natürlich. Ich habe jetzt 18. Wenn ich den unterlege. Jetzt persönlich nicht verstehe, wie das Punktesystem funktioniert. Oh, alle Kontinente, mit denen du interagieren kannst. Du kannst den Kontinent nur besetzen, wenn du eine größere Armee hast. Die Anzahl der Soldaten wird auf dem Kontinent angezeigt. Ich verstehe aber nicht, wie sich die zusammensetzen. Sieht zum Beispiel schwierig aus. Sind die Zahlen einfach ein bisschen anders? Ich mache mal einfach, weil ich das jetzt schon nicht so einfach finde.
Erst wenn ich gleich darüber gehe. Aha. Das war schon mal eine blöde Idee. Also der beste Zug bisher ist der hier. Huch. Oh, dass ich da rausklicken kann. Ich muss ja meine Zahlen erhöhen. Aber wie, also woher weiß ich denn, dass ich sie erhöhe mit meinem Zug 39? Das ist wieder so ein Try-and-Error-Ding. Also hier. Hier. Nein. Das war hier. Und dann das da. 39. Ich kann jetzt nur noch mit dem agieren. Ich kann mit dem agieren. Ich kann mit dem agieren. Also interagieren. Das ist, wenn ich zur 17 gehe. 48. Das ist jetzt, wenn ich zur 20 gehe. 58. Das ist, wenn ich jetzt die 25 nehme. 71. Dann gehe ich auf die 30. 40, 52, 65. Ich verstehe noch nicht das Prinzip tatsächlich. Ich versuche mir jetzt einfach nur die Kontinente rauszusuchen, die tatsächlich deutlich weniger haben wie ich. Und jetzt nicht hier auf die Beispiel die 125 zu gehen, sondern erstmal auf die 75, um meine Macht noch mehr zu stärken. Ich kann auf die 100. Das nächst kleinere von mir wäre das da. Dann das. Hier. Das nächste, an das ich aber rankomme, wäre das hier. Dann könnte ich das da nehmen und dann das da. Ich weiß noch nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich habe es geschafft. Wir hinterfragen das jetzt einfach nicht. Ich kriege die Kontinente und jetzt kann ich den Globus zusammensetzen. So, mal hier. Wie drehe ich dich? So. Das ist nicht wirklich drehen, es verschiebt sich einfach nur. Ach nee, das war nicht hier. Das ist ja merkwürdiger Globus. Ich glaube, du gehörst dahin, genau. Nein, geh mal so. Ist dahin. Ist hier. Macht's nicht, also ich bin eh schon nicht so gut in Erdkunde und es macht es nicht besser, wenn die Sachen dann auseinandergeschnitten sind. Was dahin? Was bist du? Du gehörst dahin. Ich suche das kleine Fitzel hier oben. Dann haben wir nämlich das da. Dann haben wir nämlich das. Ist hier noch so ein Mini-Ding? Kommt da was rein? Ich habe aber kein Mini-Ding, glaube ich. Ich möchte das da. Das. Ich habe eine Patrone. Nicht die Armbrust. So, jetzt habe ich wieder einen geladenen Revolver.
Mir fehlt noch eine Nadel. Um nähen zu können. Ja, eigentlich nichts mehr tun. Ich habe nur noch hier. Nein. Entschuldigung. Ich wollte es aber trotzdem ausprobieren. Kann ich dich? Ich muss diese Schlange besänftigen. Ich muss so vieles besänftigen hier. Es war ein Versuch wert. ich habe da jetzt so ein Ventilrader. Wofür ist denn das? Will noch mal irgendwas von mir, aber ich hatte ihm doch schon was gegeben. Sagt die Karte. Noch was zu machen in Adeles. Ach so. Hä? Kommt das denn plötzlich her? Laken. Ach so. Ich. Tja. Was ist genau richtig? Nur, dass ich nichts habe, um es einzufüllen. Alessandro kommt einfach nicht an Checker ran. Gut, dass dieses... dieses Mal habe ich gesehen, in welche Richtung Alessandro verschwunden ist. Und der Löwe sieht aggressiv aus. Ich sollte nicht näher heran. Das war ja einfach. Ach, hier ist meine Nähnadel. Ja, natürlich. Wo habe ich denn das andere Ding jetzt hin? Doch gerade was aufgesammelt. Tagebuch? Die Einträge in dem Tagebuch von Adeles Vater zufolge hat die Entführung seiner Tochter etwas mit einem Zigeuner und einem seltsamen Stab zu tun. Ihr Verhalten habe sich verändert, nachdem sie diesen getroffen hatte. Ebenso fand ich ein Bild einer antiken Uhr in dem Tagebuch. Untersuche die Leichen. Die Leichen. So, so. Wir haben mehr wie eine. Aber jetzt gehen wir erstmal nähen. Vielleicht finden wir dann auch irgendwas, womit wir dann das Wasser aufsammeln können. Nein. Huch. Bewegt sich das Ding schräg nach unten. Das ist so seltsam. Nee.
Nähe das Kleid über die blauen Linien. Du musst eine Möglichkeit finden, dieselbe Naht nicht zweimal zu nähen. Verwende die Pfeiltasten, um das Kleid zu drehen, und drücke Start, um die Naht. Okay, nicht zweimal dasselbe. Was ist denn? Nee, was ist denn? Das war falsch. Was ist denn? Ich habe echt Probleme, mir vorzustellen, wie die Nähmaschine läuft. Wenn man so diese blöde Schrägaufsicht hat, so sitze ich ja nicht vor meiner Nähmaschine. Sie ist ja direkt gerade davor. Das ist eine doofe Idee. Müsste eigentlich hier, also ich hätte es gesagt, hier runter. Darum. Dann komme ich wieder da an. Das macht keinen Sinn. Wartet mal. Es macht, glaube ich, mehr Sinn, wenn ich das Ding hier nähe. Aber da muss ich aufpassen, weil ich müsste hier so rum außen. Nee. Ich muss ja am Ende wieder nach unten, das heißt. So, nee. Wenn ich so. Ich muss ja am Ende, muss ich ja hier unten ankommen. Ich könnte auch. Weil, wenn ich das so versuche. Dann so, darum, dann lande ich wieder hier, dann könnte ich so, da, ah, so könnte das doch funktionieren. Ich muss es nur geschissen kriegen. Mit der Nähmaschine. Außer das zählt dann natürlich als Naht. War ich so weit? Ah. Also es scheint so zu gehen, wie ich es mir gedacht habe.
Nein, nicht so rum. Es dürfte eigentlich egal sein. Nee, Moment. Das dürfte eigentlich egal sein. Doch vorhin jetzt relativ gut hingekriegt, behaupte ich jetzt einfach mal. Es muss oben liegen und damit er schräg runterkommt. Oh, das ist so ätzend. Also meine Begeisterung hält sich bei dem Ding jetzt echt gerade in Grenzen. Ich weiß aber nicht, warum das jetzt gerade so schwer ist für mich. So näht doch kein Mensch. Tut mir echt leid, ich stelle mich hier gerade super dämlich an. Das verstehe ich gerade nicht. Es geht immer von unten nach oben. Okay, dann
da gleich nochmal gucken. Mal gucken von unten nach oben. Oh, wäre vermutlich was, was man in 5 Minuten durch hat. Das ist nicht der richtige Winkel. Nee, doch sowas, richtig. Ich meine, da kommen wir ja jetzt ganz gut zurecht. Hier. Was ist von unten nach oben? Ah. Oh. Dass man alles wieder von vorne machen muss, kotzt mich gerade so an. Ach. Jetzt werde ich unkonzentriert, weil ich genervt bin von dem Ding. Keine Geräusche auch nicht mehr hören. Ach. Und die Musik schon dreimal nicht. Irgendwann geht's immer auf den Sack, wenn man irgendwie nur fünfmal dasselbe Lied hört. Nein, ach. Jetzt versuch ich da durchzurushen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich das gehabt habe. So? Nee. Mist. Ich muss mir eigentlich nur merken, in welche Richtung ich halt immer zur Nadel stehen muss. Das ist eigentlich nicht schwer. Sollte man meinen. Ich weiß auch nicht, warum ich mich da so schwer tue. Jetzt. Sorry. Das war eigentlich eine Sache von 5 Minuten. Ich war jetzt aber scheinbar gerade sehr unkonzentriert. Und die Puppe würde das Kleid so nie anziehen können. Aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Ist mir egal.
Da, ich babs dir dran. Dankeschön. So, jetzt habe ich die und die kommt ins Puppenhaus. Puppenhaus hier.